Hallo und herzlich willkommen zum Luke und Nick Podcast. Mein Name ist Nick und ja, auf der anderen Leitung wieder mal mein Reisebuddy Luke. Luke, wie geht's dir? Jo, Nick, lange nichts mehr von dir gehört, gefühlt. Also auf jeden Fall schon Super eine lange. gefühlte Ewigkeit. Ja, ne? Also ich glaube, letztes Mal war ja mit Phil und ich glaube davor, das war so 2 Wochen, ist eine Podcast-gefühlte Ewigkeit. Nein, aber alles cool bei mir. Ich bin mittlerweile durch mehrere Grenzen gereist, bin mittlerweile in Nicaragua und bin sehr, sehr positiv überrascht von dem Land. Wie der ein oder andere weiß, war hier ja ein Bürgerkrieg noch bis vor wenigen Monaten. Und ja, das Land ist der Wahnsinn. Richtig geil, bin froh hier zu sein. Gerade ist Weihnachten, kann nicht besser sein. An der Stelle frohe Weihnachten euch allen da draußen, Genau, frohe auch noch Weihnachten. von Luke und mir. Feliz Navidad, wie man hier sagt. Ja, bevor du jetzt zu viel erzählst, das sparen wir uns für eine andere Folge. Die Folge wollen wir heute hier nutzen, so um ein kleines Fazit zu ziehen, denn das wird die letzte Folge sein der ersten Staffel, also keine Sorge. Und für 2019 auch. Für 2018, meinst du? Sorry, für 2018. Wir haben 2018, ja. Genau. Also mit dem Jahr 2018 schließen wir auch die erste Staffel des Luke und Nick Podcast ab. Und ja, für nächstes Jahr haben wir uns schon einiges überlegt. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Wir wollen genau das jetzt nochmal nutzen, um ein kleines Fazit, so wie die erste Staffel so gelaufen ist. Jo, 17 Folgen Podcast für uns. Auf jeden Fall eine spannende Zeit, würde ich sagen, weil ja, ich kann mich noch erinnern, wie wir so das Projekt uns überlegt haben und uns gedacht haben, so sollen wir das wirklich durchziehen und jetzt sind Weißt wir. du noch, wie das angefangen hat? Ja, ich hatte immer schon Bock, einen Podcast zu machen und dann hast du mich gefragt und ich habe gesagt, na klar, let's go, let's do it. Ja, ich weiß auch noch. Ich weiß noch, wo wir, ich glaube, am 1. Mai haben wir darüber philosophiert, Am so, besten Mal. was wir, wie wir so einen Podcast aufziehen könnten, weil uns hat irgendwie immer so ein Thema gefehlt, hatte ich das Gefühl am Anfang. Oder wir wussten jetzt nicht genau, worüber wir reden Also könnten. ich habe mir, Ja. habe ich glaube ich am Anfang auch gesagt, immer schon gedacht, dass Deutschland so ein jugendlicher Reisepodcast fehlt. Und ich fand das mit deinem Amerika-Trip war so ein perfekter Startschuss. Deswegen, Ja. ja. Ja, ich meine, das war perfekter, hätte das Timing auch nicht sein können, ne? Erst ich Ja. längere Zeit weg gewesen, dann du. Ja, du bist immer noch unterwegs. Ja, ich finde auch, also ich muss sagen, ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ja. Und ich muss sagen, also dieser Schritt, das erstmal wirklich so umzusetzen, war irgendwie, also war ja, schwieriger als es jetzt ist, so, weißt du? Jetzt sind wir schon so drin. Ich fand auch, das, was ich halt auch komisch oder nicht komisch fand, aber was ein bisschen Überwindung war vielleicht, dass das irgendwie noch keiner so gemacht hatte in unserem näheren Bekanntheitskreis, ne? Ich glaube, ja, ich glaube, es gibt auch jetzt nicht unbedingt so viele Podcast Producer, würde ich uns mal nennen, in einem Alter von 22, ne? Von daher, ja, aber es wurde auch mega gut aufgenommen. Leute hören regelmäßig rein, es gibt immer wieder mehr neue Zuhörer und ja, das macht einfach Bock, ne? Ja, finde ich auch. Hätte nicht gedacht, dass das so gut ankommt. Und das motiviert natürlich dann noch weiter, weißt du. Ja, eben. Was ich auch richtig geil fand, um mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, war so die Interaktion mit unseren Zuhörern. Also so diese Q&A-Aktion, die wir da abgezogen haben, als ich auch in Mexiko war, kann man auf jeden Fall wieder öfter machen. Hat Spaß gemacht, mit der ja, Zuhörerschaft zu interagieren und ja, so zu fühlen, dass die Leute halt irgendwie Bock haben, an dem Projekt teilzunehmen, wo wir uns halt so viele Gedanken drüber gemacht haben und so viel Effort reingesteckt haben, weil es ja wirklich auch mehr Arbeit ist, als wir jetzt so vorher gedacht haben. Ja. Und ja, ist irgendwie cool, ja, was so zurückzukriegen auf jeden Fall. An der Stelle, danke Leute. Jo, danke, danke. Danke, danke. Und macht weiter bitte so. Und so zurückblickend, welche Folge hat dir denn so am liebsten gefallen? Meine Luke und Nick Podcast Lieblingsfolge. Oder hast du eine so, vielleicht hast du ja auch mehrere Favorites, Alle sind meine. Nein, ich weiß nicht. ja, wenn ich eine picken würde, dann vielleicht die aller, also nicht die allererste, sondern die 001er, also die, wo du das, wo wir halt live aus LA, glaube ich, warst, auf jeden Fall aus den USA aufgenommen haben.
Und du im Prinzip schon eine ganze Woche in den USA warst und die USA einmal von links, von rechts nach links durchquert hast. Und ich fand, da war so richtig die Aufregung in deinen Erzählungen zu spüren. Ja, und die Aufregung auch generell, dass wir unsere erste, ja, allererste richtige Folge hatten. Die erste, die 000er, war ja nur so eine Einführung. Und ja, es war einfach geil zu hören, dass mein Freund Niklas Spaß auf dem Trip hat und ja, einfach New York, Chicago, Arizona, LA mal eben kurz in der Woche durchquert hat, so was zur Hölle. Und ja, viel erlebt hat und ja, das war auf jeden Fall ein Favorit von mir. An der Stelle der Verweis, Leute, falls ihr das noch nicht gehört habt, reinchecken. Gibt es auch ein paar gute Tipps, wie man möglichst effizient die USA durchqueren kann. Genau, die ersten Folgen handelten noch von USA und ja, mittlerweile befinden wir uns ja ganz woanders. Wobei, so weit weg ist es ja gar nicht, ne? Nicaragua ist jetzt auch nur, keine Ahnung, 5-Stunden-Flug von USA. Aber naja, wir werden auch die ganze Welt bereisen und alles im Podcast. Ja, machen wir auch. Ja. Was war denn deine Lieblingsfolge? Ja, ich hatte eigentlich mehrere, muss ich sagen. So eine, die ich besonders cool fand, war jetzt so von den letzten, wo wir die Frage beantwortet haben, ob es Reisen oder Urlaub ist. Ja, definitiv auch eine meiner Faves. Das war irgendwie, ich fand, also das war das erste Mal, dass wir jetzt nicht, ja, so, wie sagt man, dass wir so erzählt haben, was wir jetzt gemacht haben, sondern wo wir einfach mal so ein Thema reingeworfen haben und einfach mal so uns darüber ausgetauscht und diskutiert haben. Und was ich auch cool fand, dass wir dann noch Zuhörerfragen oder so Zuhörermeinungen praktisch mit einbauen konnten und auch mal deren Meinung hören. Das fand ich auf jeden Fall echt mega. Die hat mir, das war, würde ich sagen, ist so einer meiner Lieblingsfolgen. Reisen oder Urlaub. Ja, das war ja auch das, was ich eben meinte, dass das irgendwie, dass es halt Bock macht, zu fühlen, dass die Leute halt an unserem Projekt so teilhaben oder an unserem Podcast teilhaben wollen. Und das war in der Folge halt extrem, so mit den ganzen, mit den Memos auch. Wir haben Memos bekommen uns angehört und dann, ja, so im Prinzip drüber diskutiert oder die Teil der Diskussion werden lassen. Ja, das war geil, stimmt. Definitiv auch bei mir in den Top 5. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, die vom Oktoberfest, die fand ich also vielleicht einfach, weil die Erfahrung dahinter, wo wir erzählt haben, was wir da gemacht haben, das war ja auch nochmal so der letzte gemeinsame Trip vor deiner großen Reise. Ja, stimmt. Und ja, das war einfach geil, fand ich. Also ich fand, das Oktoberfest an sich hat generell dieses Jahr mega Spaß gemacht, so, weil es relativ spontan war und ja, also weil wir da irgendwie dann auch selbst mehr Spaß dran hatten, als wir vorher gedacht haben. Ja. Was würdest du noch dazu sagen? Ja, Titel war ja mit leerem Geldbeutel aufs Oktoberfest und das ist ja auch so ein bisschen die Story dahinter gewesen, dass wir eigentlich gar nicht so viel Geld spenden wollten und dann nur auf eine Masse hin zum Oktoberfest. Ja. Und ja, wie es dann ausgegangen ist, könnt ihr euch in der Folge anhören. Da werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder sein, ne? Ja, und live berichten, vielleicht. Ja. Weißt du denn, welche Folge unseren Zuhörern am meisten gefallen hat, nach den Zuhörerzahlen bzw. Klicks zu urteilen? Ja. Da gibt uns Anchor ja die Möglichkeit der Statistikanalyse. Und ja, ich habe reingeschaut, es ist tatsächlich die von mit unserem Interviewgast Niklas, der mit dem Van durch Kalifornien ja gedüst ist. Und uns da so ein paar Tipps und Tricks verraten hat, weil das ist ja im Prinzip so dieses mit dem Van durch Cali fahren, ein American Dream Leben, das ist ja so im Prinzip das, worauf jeder mal Bock hat, irgendwann mal in sein Leben zu machen. Und da hat er uns dann so ein paar Tipps und Tricks verraten, was man da irgendwie beachten muss und ja, wo die Geheimspots in Kalifornien sind. Und die Folge kam sehr, sehr gut an bei den Zuhörern, also wirklich, ja, die beste. Die von Niklas kam mega gut an und ich hatte auch... wir hätten auch noch wahrscheinlich noch mal doppelt so lange weiterreden können. vielleicht machen wir ja noch mal so einen zweiten Teil davon, wo Niklas uns noch ein bisschen mehr erzählt. Aber ansonsten vielleicht als kleine Überleitung für die Staffel 2 so ein kleiner Ausblick. Wir haben ein ähnliches Thema, werden wir noch mal in Staffel 2 ansprechen. Da haben wir noch mal eine ganz coole
Also meiner Meinung nach eine sehr, sehr coole Interview-Gast einladen können. Und sie hat auch schon zugesagt. Also einmal könnt ihr euch da schon mal gespannt drauf machen. Und ja, ansonsten vielleicht so allgemein auf Staffel 2. Sollen wir da schon ein bisschen was verraten oder sollen wir das ja, noch geheim halten? Lass uns sagen, wir haben das Konzept des Podcasts in Klammern mal wieder, nein, ein bisschen abgeändert und ja, einfach was ich finde es mega geil, was Cooles überlegt. Sollen wir sagen, es wird Kategorien geben? Wenn nicht, schneid's raus. Nein, ich denke, das kann man ja, verraten. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass wir, ja, also ein bisschen, wir fallen ja, das wisst ihr, das habt ihr auch einmal mitbekommen, wo ich ein bisschen gezweifelt habe an einer Stelle im Podcast und weil wir ständig an dem Konzept arbeiten und das verbessern wollen und das natürlich auch um euren Interesse irgendwie ja, anpassen wollen und uns auch eure Meinung wichtig sind dazu. Deswegen haben wir uns für Staffel 2 nochmal was Neues überlegt und das ist halt dieses Kategorienkonzept, ne? Ja, generell ja, viele Ideen so bezüglich dieser Kategorien. Viele Leute halt auch, mit denen wir in Kontakt stehen aktuell, um die halt als Interviewgäste reinzubringen, haben auch schon einige Zusagen bekommen. Deswegen, Leute, seid gespannt auf Staffel 2. Generell an dieser Stelle, weil es die letzte Folge für 2018 ist, danke für die ganzen Klicks, für die Interaktion, für alles Mögliche, vielleicht Empfehlungen, wie auch immer. Gerne mehr davon, bleibt am Ball, klickt weiter rein, bewertet bitte unseren Podcast, egal ob es bei Spotify ist oder bei Apple. Einfach kurz mal die 5 Sterne anklicken und einen netten Satz dazu schreiben. Da wären wir euch sehr dankbar und empfehlt den Podcast weiter. Spread the word. Genau. Auch nochmal von mir. Ich bin echt super begeistert und auch ein bisschen baff, dass das echt so gut angekommen ist. Bin auch echt super froh immer noch, dass wir das gemacht haben. Und ja, ich, wie sagt man, freue mich auf die Staffel 2 und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Wir machen jetzt eine Woche, glaube ich, ist das, ne? Machen wir Pause, wo wir das ein bisschen vorbereiten wollen und ein bisschen ja, Raum brauchen, damit wir dann im neuen Jahr durchstarten können. Genau. Ja, ansonsten folgt Luke weiterhin auf Instagram. Der hat heute mal wieder ein richtig geiles Bild gepostet, wer es noch nicht gesehen hat. Du warst auf einem Vulkan surfen. Ja, Boarding nennt man es, ja. Es ist eins der, also es gibt so eine Liste, die ist auch wirklich, so wie sagt man, anerkannt, so in der Reiseszene und da sind die 50 krassesten Sachen, also abgefahrensten Sachen, die man je im Leben machen kann und vor seinem Tod machen sollte, wenn man so ein Adrenalin-Junkie ist. Und ich habe halt das zweitgeilste vorgestern gemacht. Und ja, werde ich auf jeden Fall irgendwann davon berichten, wenn es wieder ein Update von mir gibt. Und sonst bei Instagram reinschauen und sich die Bilder und Videos reinziehen, war auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Luke hält uns immer up to date und ja, sind echt viele geile Bilder dabei. Checkt das mal aus. Und ansonsten hören wir uns dann im neuen Jahr wieder. Wir wünschen euch noch frohe Weihnachten. Heute ist ja, wo wir das aufnehmen, der erste Weihnachtstag und dann vor allem auch einen schönen und guten Rutsch ins neue Jahr. Ganz genau. Take it easy.